Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria. Beim letzten Mal sind wir hier zum Refugium der Kranichschwingen gekommen. Waren damit beschäftigt, ein paar Düsterschuppenköpfe hier im Wasser uns zu besorgen von den Angreifern der Düsterschuppen. Da werden wir jetzt auch direkt weitermachen. Das ist, glaube ich, auch sogar die einzige Quest, die uns hier noch fehlt. Die anderen zwei haben wir jetzt schon erledigt. Das heißt, sobald wir diesen einen Kopf noch haben, werden wir die anderen zwei Quests ebenfalls abgeben. Und dann schauen wir mal, was es hier noch für Folgequests geben wird. So, komm du auch mal ran. Alles klar. Ich denke, aus den Zweien sollten wir was rausbekommen. Wir haben ja leider schon festgestellt, dass die Drop-Rate ziemlich gering ist. Also ich glaube, wir haben schon knapp, weiß ich nicht, 12, 13, 14 von diesen komischen Wasserschlangen hier getötet und leider immer noch nicht alle Köpfe zusammen. Das ist ein bisschen blöd, aber hey, kein Ding. Oh, und da hilft uns einer. Wer bist du denn? Du bist Shaga, ein Taurenjäger. Wir bedanken uns mal bei ihm. Oh. Das ging irgendwie nicht. Komisch. Gut, geht nicht. Ich weiß nicht, warum die Emotes gerade nicht gehen. Aber wir haben immer noch keinen Kopf aufgesammelt. Okay. Mal gucken, was haben wir denn hier? Hier haben wir einmal Seidenkraut. Sehr schön, das gibt uns auch nochmal einen Skillpunkt. Warum ging das denn gerade nicht? Komisch. 573. Bergbau ist schon fast auf 600. Ich versuche das jetzt nochmal. Ich möchte mich bei ihm bedanken. Ich weiß das zu schätzen. Ah ja, okay. Diesmal ging es. Wahrscheinlich ging es nicht, weil wir unter Wasser waren. Weil unter Wasser kann ja unsere kleine Marilyn nicht reden. Daran wird es gelegen haben, denke ich. So, machen wir das Teil mal kaputt. Auf jeden Fall seht ihr, dass es in dem Spiel nicht nur Arschlöcher gibt, sondern wirklich auch nette, nette Menschen. Und ich hätte das A-Wort wahrscheinlich gar nicht in den Mund nehmen brauchen. So. Sehr schön. 6 von 6 und einen Ring haben wir auch noch gefunden. Was ist das denn? Oh, einer mit Intelligenz und Ausdauer. Sehr schön. Das ist alles Müll, oder? Ekliger ja schon, ne? Ihr müsst beim Essen. Meine 10 Sekunden. Ein für uns nützlicher Wert wird eine Stunde lang um 275 erhöht. Dann warten wir einfach mal ab, was das ist. Es wurde übrigens in den Kommentaren geschrieben, dass jegliches Essen in Pandaria Buffs drauf hat. Also quasi, dass es alles Buff-Food ist. Was wurde denn erhöht? Unsere Ausdauer um 415. Holy, das ist wirklich eine Menge. Das gibt uns... Ist dieser Ort nicht majestätisch? Einige tausend Leben. Das Düsterfieber. Anduin konzentriert sich aufmerksam auf seine Hände und schneidet schnell die Giftdrüsen aus den Schlangen. Im Rachen, 5 cm hinter der zweiten Reihe Fangzähne. Hat der eine tiefere Stimme bekommen? Von unserer Heimat. Hier gibt es viel zu tun. Habt ihr schon mal einen solchen Ort gesehen? Tatsächlich, der hat irgendwie eine... Oh. Wo ist unser Buff hin? Ey. Irgendetwas scheint allerdings nicht zu stimmen. Ja, wir haben unseren Buff sofort wieder verloren. Das ist ja blöd. Na gut, dann haben wir keinen Buff mehr. Ist auch egal. Das Düsterfieber. Dieses Land birgt mehr, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. Danke, Kriegerin. Ich wusste, dass ihr zäh genug seid, um damit fertig zu werden. Wenn ich mir so die Geräusche anhöre, die diese Flüchtlinge von sich geben, würde ich das Düsterfieber nicht mit meinem ärgsten Feind wünschen. Alles klar. Wir bekommen einen Ring. Oder einen anderen Ring. Ich würde aber sagen, dieser Ring ist deutlich besser. Ich würde sagen, dass wir unseren Band des Heldenmuts ersetzen. Wir verlieren zwar 200 Parieren, aber kriegen fast 190 Ausweichen dazu und nochmal 22 Meisterschaft. Ist gar nicht mal so übel, deswegen würde ich sagen, rüsten wir das einfach mal aus. So, wo haben wir es denn? Band des Heldenmuts, tatsächlich. Den anderen Ring können wir im Prinzip verkaufen. Der nimmt jetzt gerade nur ein bisschen... Oh, was war das? Gewaltiger Fangzahn, okay. 5 Gold pro Zahn, das ist ja der Wahnsinn. Was haben wir hier? Lotuswasser. Wollte ich das trinken? Das Leben sollte genossen werden. Ja, okay. Lotuswasser brauchen wir nicht, können wir zerstören, das stellt Mana her. Einmal getrunken, falls wir das für irgendeinen Erfolg oder so brauchen, aber ansonsten soll uns das erstmal nicht interessieren. Oh, da sehe ich Seidenkraut, das hätte ich bitte gerne. Seidenkraut ist sehr wertvoll. Wo haben wir es? Hier vorne haben wir es. Alles klar. Es gibt uns nämlich noch Skillpunkte.
Was ja leider hier unsere Teepflanze nicht mehr tut. Deswegen möchte ich, soweit es geht, alle möglichen Seidenkräuter aufheben. So, Koro-Nebelgänge. Blendender Flussling. Gut gemacht. Ich wünsche nur, ich hätte euch begleiten können. Das Blut auf diesen Handlappen ist nicht mein eigenes, wisst ihr? Aha, alles klar. Mit leichtem Schritt. Jede Falle, die ihr ausgelöst habt, steht für ein gerettetes Leben. Ob von Pandaren, Bestien oder anderen. Niemand verdient einen ehrlosen Tod wie diesen. Alles klar. Hosen bekommen wir, die uns Ausweichen und Trefferwertung wegnehmen und Waffenkunde und Meisterschaft geben. Rüst mal nicht aus. Rüst mal nicht aus, können wir verkaufen, gibt uns 17 Gold, wunderbar. Wenn die Gefahr für den Moment gebannt ist, sollten wir unseren nächsten Schritt planen. Okay. Sicher. Ah ja, Anduin kommt auch rüber. Alles klar, er hat schon mal auch eine Quest für uns. Warten wir nur noch ganz kurz, ob die sich irgendwas zu erzählen haben. Dieses Abenteurers sollte es genug Gegengift geben. Okay. Vielen Dank. Der rote Kranich hat für unser Volk schon immer die Hoffnung symbolisiert. Doch in seiner Abwesenheit haben sich selbst meine Gedanken verdunkelt. Okay. Überwindet eure Verzweiflung, Koro. Da, wo ich herkomme, gibt es ein Sprichwort. Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. Richtig. Ihr sprecht weiser als euer Alter, vermuten lässt. Wenn wir das hier schaffen, würde ich gerne mehr über eure Heimat erfahren. Schön. Also die Pandaren freunden sich auf jeden Fall mit den fremden Völkern, sage ich mal, an. Das ist schön, das ist schön, das ist sehr schön. Alles klar, dann würde ich sagen, nehmen wir mal die Quests an. Auf dem Weg. Sprecht schnell. Riesige Schlunde der Verzweiflung speien Schar aus den Pagoden zu beiden Seiten des Tempels aus. In der Zwischenzeit geht eure improvisierte Ausbildung im Weg des Kranichs weiter. Diejenigen, die zerrissene Regenschirme reparieren, bleiben trockener als diejenigen, die auf Regen einschlagen. Obwohl ich Einwände gegen diese spezielle Lektion erhebe, manchmal können Schläge gegen den Regen recht effektiv sein, bleibt die Bedeutung in diesem Fall wahr. Schaltet diese Schlunde der Verzweiflung aus und verschafft meinem Orden eine Chance, das Tempelgelände zurückzuerobern. Alles klar. Regenschlagen. Was den Teil auf den Regen einschlagen angeht. Nun, manchmal muss man es einfach tun. Hoffnung ist die Sonne jenseits eines stürmischen Himmels, stets im Herzen, aber dem Auge verborgen. Das aus dem Tempel strömende Schar scheint kein Ende zu nehmen. Aber um hinter den Schleier der Verzweiflung zu sehen, müsst ihr ihn zerschneiden. Mit ein wenig Glück findet ihr hinter den Wolken den Sonnenschein. Alles klar. Und Anduin? Ist dieser Ort nicht majestätisch? Schapokalyps. Das Schar hat die mysteriöse Fähigkeit, mächtige, oft überwältigende Gefühle in seinen Opfern zu wecken. Als wir aus dem Tempel geflohen sind, blieben höherrangige Mitglieder des Ordens der Kranichschwingen zurück, um unsere Flucht zu decken. Sie wurden zweifellos einem starken emotionalen Trauma ausgesetzt und ich befürchte, dass nicht alle stark genug sind, dem Drang zu widerstehen, der Verzweiflung zu verfallen. Merrily, wir müssen ihnen zeigen, dass es immer noch Hoffnung gibt. Zeigt ihnen, dass Verzweiflung besiegt werden kann. Alles klar. So, sonst haben wir hier nichts mehr zu tun. Oh, Anduin kommt mit uns mit und gibt uns einen Buff Aura der Hoffnung. Unterstützt euch Anduin drin. Jedes Mal, wenn ihr im Tempel des Roten Kranichs eine Schar-Kreatur tötet, erhaltet ihr einen Teil eurer Gesundheit und eures Manas zurück und inspiriert hoffnungslose Rotschwingenverteidiger in der Nähe. Je mächtiger das bezwungene Schar, desto größer die Wirkung dieser Effekte. Alles klar, sehr schön. Anduin ist ja ein Priester. Das haben wir, glaube ich, in Sturmwind schon erleben dürfen, als wir da im... Jetzt muss ich mal gucken, das war irgendwo im nördlichen Teil der Stadt, ne? Ja, jetzt müssen wir mal. Das war hier hinten irgendwo in den Gärten, wo wir ja ihn ein wenig begleitet haben. Und auch hier vorne am Hafen. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert. Ich glaube, das waren die Vorbereitungen für das Schattenhochland. Das dürfte Folge 230, sowas um den Dreh gewesen sein. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, wir haben ja schon mitbekommen, dass Anduin ein Priester ist. Und der Buff hier, der ist auf jeden Fall ziemlich nett. Und ich würde sagen, dass wir einfach mal hier Richtung Süden laufen. Und mal schauen, wie schnell wir die Quests erledigen können. In der Folge werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Wer bist du? Esel. Alles klar. Oh, was haben wir hier? Goldlotus. Oh, wir können endlich Goldlotus abbauen. Das ist ja schön. Und es gibt uns auf jeden Fall einen sicheren Skillpunkt und einen Buff. Ihr könnt manchmal zusätzliche Beute bei den Kreaturen Pandarias finden. Dieser Effekt hält über den Tod hinaus. Alles klar.
Goldlotus gibt also einen Buff beim Abbauen. Das ist ja schön. Merken wir uns schon mal vor. So, sind hier die Ruinen? Ne, die sind weiter, noch weiter. Ah ja, hier hinten bei dem Tempel. Bei dem Tempel sind die. Und hier hinten sehen wir auch schon wieder diese... Ja, diese Verzweiflungsschlieren, diese weißen Dinger, die haben wir ja schon einige Male gesehen. Dann greifen wir mal die Inkarnation der Verzweiflung an. Über den Buff bekommen wir ja Leben und Mana zurück, nachdem wir das Viech besiegt haben. Und irgendwelche NPCs hier, genau, die sollen inspiriert werden. Ich würde sagen, dass wir mal so ein bisschen in seine Richtung gehen. Alter, betäubt er uns lang. Dass das Viech bei seinem Tod auf jeden Fall so ein bisschen Inspiration auf ihn überschwappen lässt. Beziehungsweise wir, beziehungsweise Anduin. Oh, Anduin, du könntest eigentlich ein bisschen in die Nähe kommen, mein Lieber. Also die betäuben schon lang. Das ist so 4,5 Sekunden bis 5 Sekunden, soweit ich das bisher einschätzen kann. Übel, not bad. Böse Kreaturen auf jeden Fall. Ah ja, er ist tatsächlich hoffnungsvoll geworden. Sehr schön, es freut mich für ihn. Wunderbar. So, dann greifen wir dich an. Du wirst sicher auch noch hoffnungsvoll werden, mein lieber Akkulut. Das ist gar kein Problem. Wir sorgen dafür, dass du wieder hoffnungsvoll wirst. Das ist gar kein Act. Würde ich sagen, kommst du auch nochmal mit? Wir müssen sowieso 18 Stück töten und 10 brauchen wir. Das heißt, ab und zu können wir mal zwei gleichzeitig töten, auch wenn da kein zweiter NPC daneben ist. Das sollte ungefähr aufgehen. So, einmal hinrichten. Wunderbar. Dann schauen wir mal. Diese ganz großen Wesen müssen wir eigentlich... Ach was, was soll's, Freunde? Einfach angreifen. Was soll der Geiz? Ganz ehrlich. Wir machen da einfach üblen Damage drauf, so wie wir das immer tun. Und dann ist das Viech auch schnell wieder kaputt. So, lala. Aber der sollte eigentlich mal hier bleiben, damit er gleich hoffnungsvoll wird. So, wir können eigentlich mal das kleine Tier kaputt machen. Dann können wir uns nämlich heilen. Ah ja gut, das heilt uns sogar automatisch. Okay. Und es ist hoffnungsvoll geworden. Wunderbar. Das gefällt uns doch gut. So, ziehen wir da mal ein bisschen dran, dass dieses große Viech hier hinten nicht dazu stößt. Das muss ja nicht sein. Wir könnten eigentlich fix zu dem NPC laufen. Komm doch mal rüber hier. Komm. Komm einmal hier rüber. Da können wir ihn hier so ein bisschen glücklich machen. Genau. Das sieht doch gut aus. Ach, Viech, komm doch ran. So schwer ist es doch nicht. Ganz ehrlich. Ja, jetzt ist die aber immer... Ah ja, okay. Jetzt ist die sogar hoffnungsvoll geworden. Alles klar. Kam mir ein bisschen zu weit entfernt vor, aber das hat scheinbar einen sehr, sehr großen Radius. Können wir uns auf jeden Fall freuen. Sehr schön. Und wir haben sogar ein Item bekommen, okay. Das da hinten haben wir auch noch nicht gelootet. Was ist das denn? Plattenhände mit Ausdauer, Intelligenz und Willenskraft. Sehr schön. So. Würde ich sagen, machen wir mal ihn mit ihm und ihn mit ihm. Dann haben wir wieder zwei für beide Quests erledigt. So, das geht ja easy. Und ich merke gerade, dass meine Nase läuft. Das kann sein, dass ich langsam wieder krank werde. Das wäre gar nicht geil. Aber müssen wir mal gucken. Ich werde mir jetzt nach der Folge auf jeden Fall mal schön die Nase putzen. Weil in der Folge mag ich das jetzt nicht unbedingt machen. Was bist du denn? Schar-besessene Tigerin. Oh, das Viech sieht wirklich schön aus. Das Viech sieht wirklich schön aus. Ist mal was anderes, auf jeden Fall. So, wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir noch eins, und zwar die da hinten. Und dann würde ich die Folge auch beenden, denke ich. Kommst du mal mit, mein Freund? So, hoffentlich greift uns das Viech nicht an. Aber dieser hoffnungslose Mönch sollte mal ein bisschen wieder in unsere Richtung kommen. Nicht, dass wir das Viech jetzt hier umsonst töten. So, wir probieren es jetzt mal aus. Komm mal rüber. So, alles klar. Und wieder hoffnungsvoll geworden. Wunderbar. Dann bedanke ich mich fürs Zugucken. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten dürft ihr mir natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Und über viele Kommentare freue ich mich natürlich auch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen Abend um 18 Uhr wieder. Bis dahin. Ciao.